Bei Sturm der Liebe wird über die Zukunft von Eleni entschieden. Während Leander sie gerne aus dem Krankenhaus entlassen würde, will Alexandra sie zur Weiterbehandlung nach Amerika schicken. Da sich Valentina bei Michael sehr für ihren Cousin Leander einsetzt, wird dessen Vorschlag schlussendlich angenommen. Eleni darf wieder nach Hause und reist vom Krankenhaus zum Fürstenhof, um sich dort einzurichten. Bei ihrer Ankunft beobachtet sie allerdings etwas, das sie komplett schockiert. Gleichzeitig kann Max nicht aufhören, an Liesel zu denken. Deshalb verbringt er einen schönen Tag mit ihr, statt Leander beim Umzug zu helfen. Auch Alfons und Hildegard bekommen das mit und freuen sich für Max, dass er scheinbar eine neue Flamme hat. Ob sich die beiden tatsächlich näher kommen, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15:10 Uhr in der ARD.